So, das Chaos im Hintergrund, bitte ich ignoriert. Ja, ignoriert ihr bitte einfach. So, das wollte ich sagen. Genau. Also die Blätter primär sind grundsätzlich einigermaßen dreieckig. Also man kann es hier relativ gut sehen. Es gibt Exemplare, da sind die Blätter eher rautenförmig. Also sprich, würden dann halt hier noch ein bisschen eher so aussehen, dass sie ja, ihr wisst, wie eine Raute aussieht, Menschenskinder. Ansonsten, das ist schon mal das wesentliche Merkmal, diese dreieckigen Blätter sind sehr charakteristisch. Das haben aber auch manche Pappeln. Da kann man sie dann also unter Umständen vielleicht ein wenig verwechseln. Typischerweise sind die jungen Zweige braun. Und was dann bei der Hängebirke, die wir hier vorliegen haben, teilweise auftreten kann, mal mehr, mal weniger deutlich, ist, dass die jungen einjährigen Zweigchen, also theoretisch dieser hier auch schon, mit ja, sogenannten Korkwarzen bedeckt sind. Ich gucke mal, ob ich an einem anderen Zweig eine finde. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen. Ein Millimeter rechts von meinem Daumennagel seht ihr zum Beispiel eine. Das sind immer hier so kleine Punkte auf dem Zweig. Das sind nur ganz wenige. Es gibt auch Zweige, die haben davon ganz, 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 ganz viele dieser kleinen Pünktchen hier auch irgendwo zu erkennen. Und ja, wie gesagt, das ist, hier kann man es auch noch so ein bisschen erahnen, dass das dadurch eine gewisse Rauigkeit der Zweige hervorgerufen wird, eben durch die kleinen Pünktchen, die da drauf sitzen. Das gibt es auch noch in viel krasserer Ausführung. Den Zweig, den ich hier habe, der hat halt eben nun mal nicht viele. Das ist individuell, je nach Baum, sehr verschieden. Da gibt es mal mehr, mal wenig dieser Korkwarzen. Jetzt kommt die Katze. Ich lass mal kurz die Katze rein. Na, komm halt rein, Mau, ja. Tür ist offen. Mau! Ah. Hallo. Will nicht. Ja, es ist halt eine Katze. Oh, doch jetzt. Nein, doch nicht. Der ein oder andere von euch wird ja wissen, dass Katzen immer tun, was sie gerade Lust haben. Wo war ich? Gut, aber gucken wir uns jetzt nochmal so ein Zweigchen ein bisschen genauer an. Ich hatte ja schon erwähnt, die Blätter sind pfeilspitzenförmig bzw. dreieckig bis hin zu rautenförmig, wenn es nicht so schön ausgeprägt ist. Und auffällig sind eben diese sehr dünnen Zweige, die auch sehr beweglich sind. Probiert das einfach mal aus. Die könnt ihr wirklich schon quasi durch die Gegend knoten und irgendwie euch um den Finger wickeln und solche Späße, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Die sind erstaunlich elastisch und wahnsinnig beweglich. Das allein ist auch schon fast ein Bestimmungsmerkmal. So gut ist das bei anderen Bäumen im Normalfall nicht möglich, möchte ich jetzt mal sagen. Das hat übrigens auch wieder einen ökologischen Grund, weil dadurch, dass die so dünne Zweigchen haben, werden sie im Wind auch wieder sehr leicht bewegt. Und das führt auch dazu, dass sie einen besseren Gasaustausch haben und einfach besser Wasserdampf abgeben können, beziehungsweise Kohlenstoffdioxid aufnehmen können. Die Photosynthese wird damit, hier sagen wir mal, erleichtert. Das ist auch der Grund für den sehr hohen Wasserverbrauch der Birke, dass sie halt eben durch diese Wasserverbrauch erhöhende Maßnahme logischerweise einen hohen Wasserverbrauch hat, ja. Das war ein sehr sinnvoller Satz. Gut, dann wissen wir jetzt zumindest mal, dass wir es mit einer Birke zu tun haben. Mit den genannten Bestimmungsmerkmalen kommt ihr zumindest bis dahin, dass ihr wisst, okay, es ist eine Birke. Wo habe ich denn jetzt mein Vorzeigzweigchen da? Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, ob es sich um eine Hängebirke oder eine Moorbirke handelt, könnt ihr das feststellen, indem ihr mal auf die Rückseite von so einem Blatt guckt. Und da werdet ihr nämlich sehen, in diesem Fall seht ihr nichts. Wäre es allerdings eine Moorbirke, dann würdet ihr in den Achseln, also quasi da, wo die seitlichen Blattnerven und der zentrale Blattnerv zusammenwachsen, das nennt man die Achsel, da findet ihr dann meistens ein ganz paar kleine braune Härchen. Oder auch nicht braune Härchen, vielleicht auch weißlich. Aber solange da überhaupt irgendwelche Härchen zu finden sind und das Blatt nicht wie hier absolut kahl ist, dann habt ihr es wahrscheinlich mit einer Moorbirke zu tun. Also das ist jetzt so das eine zentrale Bestimmungsmerkmal. Sollte es sich um einen Zweig handeln, der sehr viele dieser Korkwarzen aufweist, dann habt ihr es auch mit Sicherheit eher mit einer Hängebirke zu tun und weniger mit einer Moorbirke. Moorbirken sollten eigentlich überhaupt keine Korkwarzen
haben. Es gibt aber rein theoretisch ganz selten mal Hybriden und dann gibt es noch mal andere Birkenarten, die auch ein bisschen beide Merkmale aufweisen. Aber das führt viel zu weit und da würde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann versagen, genau sagen zu können, was das jetzt für ein Baum ist. Da hört es dann auf. Gut, so viel zur Bestimmung. Gut, da ich jetzt wirklich niemandem mehr erklären muss, wie Birkenrinde aussieht, davon gehe ich mal ganz schwer von aus, können wir jetzt dann langsam mal in den Anwendungsbereich unserer lieben Birke starten. Und da sei jetzt erstmal ein paar Takte zum Holz gesagt. Das Birkenholz ist viel besser als sein Ruf. Man hat die Birke bis in die, sagen wir mal 80er Jahre in der Forstwirtschaft ganz oft quasi als Unkraut betrachtet und die musste halt raus. Das waren so die ersten Maßnahmen, die man gemacht hat, nachdem sich ein neuer Wald entwickelt hat, in den halt per Zufall ein paar Birken reingeflogen sind, die man da nicht haben wollte, ist so die erste Maßnahme standardmäßig gewesen, erstmal die Birken rausschneiden. Die müssen weg, die braucht kein Mensch. Wobei man sagen muss, dass schon die Urväter der Forstwissenschaft, da kann man mal wieder den Konflikt zwischen Forstwirtschaft und Forstwissenschaft schön beobachten, bereits festgestellt haben, dass die Birke sehr wohl nützliche, pflegliche Eigenschaften für den restlichen Baumbestand haben kann. Und Cotter, das ist so einer der beiden Väter der Forstwissenschaft, mit der erste Forstwissenschaftler, der zweite Forstwissenschaftler vielleicht, den es gegeben hat. Und der hat auch schon gewusst, beziehungsweise aufgeschrieben, dass ein gewisser Birkenbestand durchaus den Anwuchs von anderen schattliebenderen Baumarten, wie zum Beispiel der Buche, fördern kann, wenn man die quasi als Folgebaumart in einen leichten Birkenbestand reinsetzt. Ja, und da hat er recht gehabt. Sowas wird heutzutage teilweise schon gemacht. Und kaum ein Förster macht sich noch die Mühe, aktiv wirklich Birken überall irgendwo rauszuhauen, weil A, sie erhöhen zumindest mal die Biodiversität, Artenzahl ist dann größer, dann gibt es auch noch mal ein paar zusätzliche Käferchen, die gerne auf Birke leben und nicht auf was anderem. Und das ist insgesamt eine gute Sache. Dann sehen sie ja auch noch schön aus und erhöhen so ein bisschen den Erholungswert des Waldes, dass die Leute da lieber spazifizieren gehen. Und wie man seit gar nicht so langer Zeit weiß, ist Birkenholz potenziell für viele technische Anwendungen sogar sehr gut geeignet, da die Birke einen sehr gleichmäßigen und vergleichsweise engen Jahrringaufbau hat und anders als andere Bäume, die mal einen breiten Jahrring, mal einen schmalen Jahrring, mal einen ganz breiten Jahrring und dann wieder einen schmalen ausbilden, führt eben so eine doch sehr homogene Holzstruktur dazu, dass sie überall im Stamm die gleichen mechanischen Eigenschaften hat. Das ist allgemein bei Holz ein großes Problem, dass man Bereiche im Stamm haben kann, die sind fester und Bereiche im Stamm haben kann, die sind wieder weicher und dann weiß man einfach nicht so genau, wenn man jetzt einen Balken hat, der zur Hälfte fest und zur Hälfte nicht fest ist, was fängt man dann mit dem an? Das macht es einfach unglaublich schwierig, mit so einem Holz nennenswert größere Projekte im zum Beispiel Baubereich zu bewerkstelligen und da ist wirklich jetzt doch besser als man eben gedacht hätte, obwohl es kein besonders schweres und kein besonders hartes und auch kein besonders festes Holz ist, durch die Gleichmäßigkeit, Homogenität, ist es doch für viele Anwendungen potenziell zu gebrauchen. Es gibt noch keinen großen Markt. Bei uns wird Birkenholz nur dann vermarktet und kann wirtschaftlich nennenswert verkauft werden, wenn es sich um super großartige Qualitäten handelt, also astreines Holz, das kann dann als Birkenfurnier verwendet werden und selbst Ikea klebt ja teilweise echtes Birkenfurnier auf seinen Spanplatten, damit die dann so aussehen, als wären sie aus Birkenmassivholz, was sie nicht sind, sie sind aus Spanplatte. Aber ja, das wäre nun mal so ein Anwendungsbeispiel. Wenn man richtig viel Geld mit Birke machen möchte, dann braucht man die sogenannte Maserbirke. Der ein oder andere von euch wird bestimmt auch das ein oder andere Kochutensil in seiner Küche haben, das aus so einem Holz besteht. Das ist so wunderbar gemasertes Holz, das wirklich ganz interessant aussieht, in vielen, vielen verschiedenen Farben mit so tollen
Flammen drin, wenn man das ein bisschen spielerisch ausdrücken möchte. Und diese Maserbirken, die so ein Holz ausbilden, die sind eigentlich krank und haben einen Tumor, interessiert aber keinen, das sieht trotzdem schön aus. Wenn die noch in freier Wildbahn rumstehen, vielleicht wollt ihr da mal drauf achten, haben die quasi so Klumpen am Stamm. Das sieht echt aus, als ob die quasi einen Tumor hätten. Haben sie ja auch. Und ist relativ einfach zu sehen. Kommt hier bei uns zulande eher sehr selten bis gar nicht vor. Da muss man schon eine Weile suchen, bis man eine Maserbirke findet. Im hohen Norden gibt es aber ganz oft so Knollen an der Birke, die dann eben auch entsprechend einzeln geerntet werden. Da nimmt man gar nicht erst die ganze Birke mit, sondern schneidet sich quasi nur diese Tumutknolle runter. Und aus daraus werden dann diese tollen skandinavischen, ich sag mal skandinavischen, ich glaube Finnen, Norweger und Schweden haben das alle gleichermaßen, Kuxkas, ich habe auch keine Ahnung, ob ich die korrekt ausspreche, aber so tolle Tassen hergestellt. Moment, ich zeige euch mal einen, ich habe eine. Ja, so sieht so ein Ding dann aus. Das ist jetzt keine besonders tolle. Also die ist jetzt auch nicht aus einer wunderbaren Maserknolle entstanden, sondern eine stinknormale Birke. Aber nur, dass ihr mal so eine grobe Vorstellung habt, wovon ich hier eigentlich spreche. Das ist so die traditionelle skandinavische Holztasse. Trinkt man alles Mögliche draus, auch Schnaps. Und ja, habe ich mal aus Norwegen mitgebracht. Vom Besekkengrad. Den ich auch nicht korrekt ausspreche, vermute ich. Ach ja, irgendwann muss ich mal wirklich mir die Mühe machen, zumindest Grundzüge von Norwegisch oder Schwedisch oder beides zu lernen. Aber oh Gott, ja, Projekte, Projekte noch und nöcher. Ja, aber so ein Ding habt ihr jetzt schon mal gesehen und das ist so die typische, wirklich massenhaft Verwendung von Birke. Man stellt irgendwelche schönen, dekorativen Alltagsgegenstände gerne aus Birkenholz her. Traditionell natürlich auch mit ganz einfachen Methoden, dass sowas dann halt mit dem Schälmesser ausgeschnitzt wird und die hier wird garantiert irgendwie mehr oder weniger mit sehr viel maschineller Unterstützung entstanden sein. Da ist auch ein Rentier drauf. Das nun mal so als Beispiel, wofür Birke gerne verwendet wird. Dann kann man noch Speichen, Schlittenkufen und überhaupt so gebogene Holzanwendungen draus machen. Auch natürlich Möbel. Es gibt auch Massivholz-Birkenmöbel. Allerdings dann weniger Dinge, die so richtig tragend sind. Also ein Stuhl oder ein Tisch. Weniger, mehr dann so ein kleines Komödchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Jo. Das waren die wirtschaftlichen Anwendungen. Meistens lasse ich die ja weg. In diesem Fall wollte ich sie mal kurz erwähnen. Was kann unser eins mit dem Holz anfangen? Da ist dann eigentlich, abgesehen davon, dass wir selbstverständlich auch solche Tassen schnitzen können, ich habe auch mal eine gemacht, die zeige ich euch aber nicht, die ist ein Anfängerversuch gewesen. Ja, abgesehen davon oder irgendwelche tollen Schalen draus machen und so, da könnt ihr euch auch auf YouTube mal ein bisschen umgucken. Da gibt es einige Leute, die da tolle Sachen schon geschnitzt haben. Muss ich jetzt auch mal demnächst wirklich mal wieder versuchen, dass ich das mal ein bisschen besser hinkriege. Es taugt das Birkenholz auch als Brennholz. Wobei man da sagen muss, das Holz der nordischen Birke, also da, wo sie auch wirklich im größeren Maßstab wirtschaftlich genutzt wird, ist tatsächlich ein nennenswertes gutes Brennholz. Die haben auch gar nicht allzu viel andere Alternativen, was Brennholz angeht. Das brennt relativ lange, weil die Birken da sehr langsam wachsen. Die wachsen bei uns ja auch schon nicht wirklich schnell. Aber da wachsen sie so langsam, dass sie eine so dichte Holzstruktur bilden, dass erstens die mechanischen Eigenschaften nochmal besser sind und zweitens als Brennholz das Zeug auch relativ lange brennt. Hier die heimische Birke, die ist recht schnell wegverbrannt. Das heißt, die brennt zwar relativ gut an und es ist relativ einfach mit Birkenholz, mal völlig unabhängig davon, dass noch möglicherweise Rinde dranhängt und das natürlich was hilft, ist es recht einfach mit Birkenholz ein Feuer in Gang zu bekommen. Und zweite positive Eigenschaft, wenn man es als Brennholz verwenden möchte, es erzeugt sehr wenig Funkenflug, was auch wieder an den sehr homogenen Holzeigenschaften liegt. Da ist einfach wenig Spezialzeug drin, was dann in einem Puff irgendwie explodieren würde oder halt anderweitig Funken erzeugen. Beliebt als Brennholz ist sie bei uns übrigens trotzdem, wieder mal abseits vom Bushcraft-Bereich, weil es
hat man sogar festgestellt in diversen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass viele Leute es einfach als angenehm empfinden, Birkenscheite, an denen noch die weiße Rinde dran ist, quasi dekorativ in der Nähe ihres Kamins zu lagern. Sei es in einem schönen Korb, irgendwie schön dekorativ hingerichtet oder direkt als Holzstapelchen vor dem Kamin. Sowas ist recht beliebt und deswegen spielt Birke als Brennholz im kommerziellen Bereich auch durchaus noch eine Rolle. Und man kann da gar nicht mal so wenig Geld mit verdienen, wenn man seine Birke mal wieder aus dem Wald rausgehauen hat, weil sie genervt hat, um sie dann als Brennholz zu verhökern. In vielen Fällen bleibt Birkenholz aber wegen dem geringen wirtschaftlichen Nutzen auch einfach liegen und verrottet, weil keiner kann damit was anfangen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, das habe ich auch in irgendeinem Video schon angesprochen, wo man die Birke fällt. Wenn es direkt am Weg ist und es quasi kein wirtschaftlicher Aufwand ist, sie dann schnell mal einzuladen und mitzunehmen, dann kann man es machen. Wenn man hingegen die Birke irgendwo mitten im Wald abseits aller Wege gefällt hat, dann lohnt sich's auch schon bald nicht mehr. Also man muss ja mal gucken, Kosten der Ernte minus Gewinn, Quatsch, minus Umsatz sind ja dann der Gewinn und wenn die Erntekosten zu groß sind, dann zahlt man irgendwann drauf. Jo, das wäre dann zum Holz gewesen, zu sagen gewesen. Für uns ist nochmal als Heimanwender, es ist relativ gut zu bearbeiten, man kann es gut schnitzen, man kann es nicht gut spalten. Spalten ist so ein bisschen vergleichsweise schlecht, funktioniert trotzdem, aber gibt Besseres, was das angeht. Aber dafür lässt sich relativ gut ja, drechseln, schneiden, ne? Sowas in der Richtung. Wer schon mal irgendjemand mit Birke geschnitzen hat, sehen, der weiß, dass das ganz gut funktioniert. Habe ich ja selber auch schon gemacht. Aber da merkt man dann, was einen eigentlich so ein bisschen überrascht, gerade wenn man Forstwissenschaftler ist, dass es gar nicht so weich ist, das Holz. Das ist eher so mittelfest. Um vielleicht jetzt doch nochmal auf das Brennholz zu sprechen zu kommen, im Bushcraft-Outdoor-Bereich. Lagerfeuer nur aus Birkenholz brennt halt sehr schnell runter und ist dann relativ schnell weg. Ist also da vielleicht noch weniger als Brennholz zu gebrauchen. Natürlich, wenn man Holz hat, das brennt, dann kann man es ja draufschmeißen, das tut einem jetzt nicht weh. Aber wenn man jetzt speziell nach möglichst gutem Brennholz sucht, weil man sich die Nacht durch irgendwie ein Feuer erhalten möchte und möglichst lange schlafen möchte, bevor das Feuer dann runtergebrannt und ausgegangen ist, dann spielt es halt schon eine Rolle, was für ein Holz man verwendet. Und da würde ich von Birke zwingend abraten und dann lieber Buche oder Eiche in so einem Fall verwenden, weil da kann man, wenn man Glück hat, 2 Stunden pennen, bis das Feuer so weit runtergebrannt ist, dass es auch nicht mehr wärmt. Bei Birke, da ist dann nach einer halben bis dreiviertel Stunde schon wieder Schluss. Und dann wacht man wieder auf, wenn man es geschafft hat, in der Zeit einzupennen. Das ist jetzt also übrigens nur ein Hinweis für diejenigen, die sich in einer Survival-Situation befinden. Ich möchte da nochmal auf die rechtliche Situation darauf hinweisen, dass es rechtlich gesehen und auch sonst aus Risikogründen eine blöde Idee ist, ein Feuer anzuzünden und nebendran zu pennen, weil man das Feuer dann nicht beaufsichtigt und dann sonst was passieren könnte. Nur damit ich es gesagt habe. Gut, jetzt fällt mir zum Holz aber wirklich nicht mehr viel ein. Andere Anwendungen von Birkenholz im entfernteren Bereich ist, dass Birkenreisig ein traditionelles Material für einen Reisigbesen ist. Ich habe ja schon die sehr dünnen Zweige, die sehr beweglich sind, erwähnt und genau aus diesem Grund so der klassische Reisig. Hexenbesen, wie man ihn sich vorstellt, der ist ganz oft aus Birkenzweigen gefertigt. Und eine weitere Verwendung für die Zweige, das Holz der Zweige, wenn man so möchte, ist in der Sauna. Wer gerne mal saunieren geht oder schon mal in einer richtigen Finnen oder schwedischen oder norwegischen Sauna hat, so sehr unterscheiden die sich jetzt nicht, gewesen ist, der hat vielleicht auch schon erlebt, dass man sich da mit so entsprechenden Birkenzweigen auf dem Rücken und sonst wo rumklatscht. Oft auch sehr frische Zweige, die dann vorher noch mal ein bisschen in Wasser getaucht werden. Welchen Zweck das genau hat, habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Vielleicht kann mir das jemand in die Kommentare schreiben. Ich habe das schon ausprobiert und fand das auch recht angenehm. Aber wozu das jetzt genau gut sein soll, ja, da hört dann mein Fachwissen auf. Das waren jetzt nur noch mal so 2 kleine Beispiele. Mythologisch, damit ich es nicht vergesse, sage ich es gleich, spielt die Birke bei uns quasi überhaupt keine Rolle. Also viele Bäume haben irgendeine mythologische Bedeutung, zum Beispiel die Esche, das ist so der Übergang ins Totenreich, so irgendwie.
Nur mal so, um ein Beispiel zu nennen, die Eiche hat ganz viele tolle Bedeutungen. Das ist ein ganz wichtiger Baum, mythologisch ein wertvoller Baum auch. Die Linde, die steht nicht umsonst oft an Dorfplätzen, weil sie eben auch besondere positive Eigenschaften für das Dorf dann quasi mytheologisch mitgebracht hat. Die Birke hatte keine Funktion, also so gut wie keine. Wenn was bekannt gewesen ist, dann hat sie es zumindest jetzt nicht im erwähnenswerten Maß überliefert. Ganz anders schaut das im Norden aus, wo man halt eben nur die drei Baumarten Birke, Fichte und wenn man Glück hatte, gab es noch mal irgendwo vielleicht noch eine Kiefer und noch ein paar Weiden. Das war es dann aber auch. Also so viele Möglichkeiten gab es da überhaupt nicht, Bäumen irgendwelchen mythologischen Bedingungen zuzudichten. Und deswegen ist die Birke in der nordischen Mythologie unglaublich wichtig und quasi für alles irgendwie mit zuständig. Das nur mal, um es mal kurz erwähnt zu haben. Also auch da wieder, deswegen mein Lieblingsbaum, was ganz, ganz Tolles.